Now we move on to our political keynote. It will be delivered by Hubertus Heil. Hubertus Heil is the Federal Minister of Labor and Social Affairs here in Germany. As a member of the Social Democratic Party, SPD, he served as Secretary General between 2005 and 2009, and then again between June and December 2017. Mr. Heil has recorded his keynote earlier, and it's in German. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, den diesjährigen Big Data AI Summit des Bitkom eröffnen zu dürfen. Der amerikanische Technikhistoriker Melvin Kranzberg hat einmal den schönen Satz formuliert, dass Technologie weder gut noch schlecht ist, noch neutral. Ich stimme dieser Einschätzung zu. Technologie ist das, was wir Menschen daraus machen, im Guten und im Schlechten. Diese Einschätzung trifft besonders gut auf das Thema künstliche Intelligenz zu. KI verändert unseren Alltag, ermöglicht die Entwicklung neuer Medikamente und erledigt Routineaufgaben, die uns Menschen mühsam und eintönig erscheinen. KI ist ein Versprechen für eine menschenfreundliche Arbeitswelt, nachhaltiges Wirtschaften und eine höhere Lebensqualität. Das Potenzial ist enorm und wahrscheinlich sogar größer als das, was wir uns heute im Jahr 2021 vorstellen können. Aber wo Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten, denn KI ermöglicht auch neue Formen der Überwachung und Ausbeutung. Die Volksrepublik China, wo der Staat KI-Anwendungen zur Überwachung seiner Bürgerinnen und Bürger nutzt, ist dafür ein abschreckendes Beispiel. Stichwort Sozialkreditsystem. Und es gibt auch kein Geheimnis, dass wir uns in Europa sowie in den USA immer wieder einen naiven, manchmal aber auch problematischen Gebrauch von KI erleben. Um es also nochmal mit Melvin Kranzberg zu sagen, ob KI gut oder schlecht ist, hängt von uns ab. Das macht das Thema so politisch. Die entscheidende Frage aus meiner Sicht ist, welchen Fortschritt wollen wir? Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch gesellschaftlich wünschenswert oder gar moralisch vertretbar. Und die Entscheidung darüber, welchen Fortschritt wir wollen und welche Spielregeln gelten müssen, liegt nicht allein bei der Privatwirtschaft. Diese Entscheidung liegt vor allen Dingen beim Souverän und damit den demokratisch gewählten Parlamenten und Regierungen auf nationaler und europäischer Ebene. Meine Damen und Herren, was für die Automatisierung galt, gilt auch für KI umso mehr. Wir dürfen nicht nur entwickeln und verwerten, wir müssen auch gestalten. Dazu brauchen wir aus meiner Sicht drei Dinge. Erstens innovative Technologien und darauf basierende Produkte und Dienstleistungen, auch im Dienst der Gesellschaft. Zweitens gut ausgebildete Expertinnen und Experten in Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Drittens klare Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz, die unsere Innovationen, Werte und nicht zuletzt unsere digitale Souveränität schützen. Nur so können wir das Vertrauen und die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger gewinnen. Und ich bin überzeugt, dass Mensch und KI zukünftig in vielen verschiedenen Kontexten zusammenarbeiten werden und daraus ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Mehrwert entsteht. Diese Zukunft passiert aber nicht von selbst, sondern es ist an uns, sie zu gestalten. Jedes Unternehmen gestaltet dabei die digitale Transformation auf seine eigene Weise. Eines haben dabei aber alle gemeinsam. Sie wollen wirtschaftlich erfolgreich sein und sie brauchen dafür zufriedene und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Reihen. Wir wissen auch, dass dieser Wandel nicht allen Unternehmen leicht fällt. Aber es gibt bereits viele gute Ideen und Lösungen zum Umgang mit KI. Davon können wir gemeinsam profitieren und lernen. Dabei liegt Deutschland beim Thema KI gar nicht so weit zurück, wie manchmal angenommen wird. Das KI-Observatorium im Bundesarbeitsministerium hat beispielsweise festgestellt, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der Verbreitung von KI-Kompetenzen recht gut aufgestellt ist. Wir liegen auf Platz 2 und haben vor allen Dingen den Vergleich zum USA Aufholbedarf. Und damit wir den Sprung auf die oberste Treppe schaffen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Zum Beispiel die nationale Weiterbildungsstrategie, die Zukunftszentren sowie die KI-Experimentierräume. Mit dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation haben wir zudem ein Projekt initiiert, mit dem wir Unternehmen und ihre Beschäftigten beim Thema KI weiter unterstützen werden. Wir wollen ihnen ganz konkret und systematisch bei der Einführung sinnvoller Nutzung von KI im Arbeitsalltag helfen. Künstliche Intelligenz gehört aber nicht nur in die Arbeitswelt, sondern kann auch sozialen Zwecken, wie zum Beispiel dem Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen, dienen. Impulse dafür müssen nicht zwangsläufig aus der Wirtschaft kommen, sondern sie kommen auch aus der Zivilgesellschaft.
Der Ideenmarkt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales Civic Innovation Plattform zeigt, dass besondere Projekte dann entstehen, wenn sich interdisziplinäre Teams aus ganz unterschiedlichen Sektoren zusammentun und ihre Kompetenzen bündeln. 25 Projektteams habe ich vor rund einem Monat im Rahmen unseres Ideenwettbewerbs Gemeinsam wird es KI ausgezeichnet. Und nun begleiten wir die Teams bei der Ausarbeitung der Ideen und förderfähigen Projekte. Mit dabei ist zum Beispiel eine KI-App, die Behördenschreiben in verständliche Sprache übersetzen, das ist auch dringend notwendig. Oder die Physio-App in der Hosentasche, die therapeutische KI-basiertes Training für zu Hause anbietet. Sie sehen, vieles ist vorstellbar und einiges ist jetzt schon in der Mache. Ich habe eingangs davon gesprochen, dass die Entscheidung über die Spielregeln zur Nutzung von KI nicht bei Konzernen liegt, sondern bei der demokratischen Politik. Insofern beweist der diesjährige AI Summit gutes Timing. In Kürze wird die EU-Kommission die Revision des sogenannten Co-Coordinated Plan for Artificial Intelligence sowie Vorschläge zur Regulierung von künstlicher Intelligenz vorlegen. Dass die Europäische Union hier im Lead ist, begrüße ich außerordentlich. Denn wenn wir diesen Megatrend politisch gestalten wollen, dann nur auf europäischer Ebene. Die Europäische Kommission hat das Thema künstliche Intelligenz mit dem KI-Weißbuch angepackt und ein klares Bekenntnis zu einer menschenfreundlichen KI abgegeben. Ich bin davon überzeugt, dass wir Europäer bei der Digitalisierung einen eigenen Weg finden müssen. Und zwar jenseits des marktradikalen Ansatzes, wie wir ihn in den USA erleben, und jenseits des chinesischen Modells, in dem der Schutz der Privatsphäre inexistent ist. Totale Marktmacht oder totale Staatsmacht sind keine Optionen für uns in Europa. Was wir brauchen, ist eine sozialverträgliche, gemeinwohlorientierte Digitalisierung, die die Perspektive der Privatsphäre respektiert und Raum für gesellschaftliche Entfaltung schafft. Das heißt erstens, neue Technologien brauchen neue Spielregeln zum Schutz und zum Wohl aller Beteiligten. Und das heißt zweitens, wenn viele ihre Daten geben, dürfen nicht nur wenige davon profitieren. Deshalb hat das Thema KI auch im Rahmen unserer EU-Ratspräsidentschaft eine wichtige Rolle gespielt. Und wir können bei der KI auf unsere Stärken vertrauen. Die Datenschutzgrundverordnung hat gezeigt, welche Maßstäbe die Europäische Union global setzen kann. Diesen Einfluss müssen wir jetzt auch für KI nutzen. Es liegt jedenfalls an uns, ob wir die Entwicklung von KI unkontrolliert laufen lassen oder sie in Bahnen lenken, die Wohlstand und Arbeitsplätze für alle und nicht nur für wenige schaffen. Denn wenn es so ist, wie Kranzberg sagte, dass Technologie in normativer Hinsicht erst einmal offen ist, dann plädiere ich dafür, lassen Sie es uns direkt gut machen, anstatt darauf zu warten, dass das Kind erst einmal in den Brunnen fällt. Damit das klappt, lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass aus technologischem Wandel sozialer Fortschritt wird. Ich wünsche Ihnen eine spannende und erfolgreiche Konferenz.